Ja, wir feiern heute den Abschluss unseres Projektes, bestimmt bunt. Und wir haben eine Plakette überreicht bekommen vom Kinderhilfswerk, dass wir an diesem Projekt bestimmt bunt teilgenommen haben. Was wir mehr umsetzen, ist, dass die Kinder mehr einbeziehen. Die Kinder dürfen mehr Sachen aussuchen, mehr mitentscheiden. Geht es um die Bücher beim Lesen, die sie sich morgens dann aussuchen? Geht es darum, muss ich jetzt heute um eine Jacke anziehen oder kann das Kind selber entscheiden, wenn mir zu kalt ist, hole ich mir eine Jacke? Wir arbeiten an einer Verfassung, dass wir so eine Verfassung erstellen, wo explizit alles drinsteht, was wie gehandhabt wird. Es wäre ein Trugschluss zu glauben, dass man jetzt irgendwie sagt, jetzt hat man so ein Projekt gemacht und dann ist man damit fertig. Das ist es, glaube ich, nicht, kann es auch gar nicht sein. Ich habe immer so drei Parameter, die ich grundsätzlich immer sage im Zusammenhang mit Beteiligungsprozessen. Die sind nie einfach, die gehen nie schnell und die sind nie fertig. An dieser Stelle habe ich den Eindruck, dass wir so auf der Reflexionsebene unheimlich viel haben anschieben können. Also, dass das Team sich selbst im Alltag an vielen Stellen nochmal selber beobachtet, selber reflektiert. Und auch was das Beteiligen von Kindern angeht, ist, glaube ich, ganz viel angeschoben worden. Das Team ist unheimlich motiviert, das weiterzuführen und das weiterzuentwickeln. Guck mal in die Gesichter der Kinder, die sich nämlich jeden Tag freuen, hier mitbestimmen zu dürfen und die Sachen aussuchen zu dürfen und einfach beteiligt werden. Ich meine, die Kinder sind ja hier viele Stunden am Tag, verbringen viel Zeit hier und möchten natürlich hier auch mit beteiligt werden. Und ich sehe das Lachen in den Kindern, wenn das Essen in der U3-Gruppe bestellt wird, die kommen ins Büro und geben mir die Essensliste. So, das möchte ich, dass du es bestellst, so mit der nächsten Woche zum Frühstück. Und das ist einfach toll, die Freude zu sehen.